Ja, Maximilian Kraus, der Vorredner der heutigen Demonstration, ist direkt bei mir. Ich darf die Frage an Sie richten. Wofür oder wogegen wird heute demonstriert? Wofür setzt sich die FPÖ ein? Wir demonstrieren für echte Normalitäten. Wir demonstrieren für Bürgerrechte, für Freiheitsrechte, gegen einen Maskenzwang, gegen einen Überwachungsstaat, gegen eine Kontroll-App, die seitens der Bundesregierung geplant war. Und das sind die Themen, die uns wichtig sind. Und dafür demonstrieren wir heute. Ihr habt ja eine sehr lustige Aktion mit dem Baby-Elefanten hier gemacht, mit den Sicherheitsabständen. Was hat es damit auf sich? Naja, für uns ist natürlich klar, dass wir uns an die gesetzlichen Bestimmungen halten. Und deswegen haben wir diese Baby-Elefanten aufgelegt, damit jeder auch den Sicherheitsabstand einhält. Aber für uns ist auch klar, wir wollen unsere echte Normalität zurück und keine neue Türkise. Was sagen Sie zur Gegendemonstration? Nur rund 100 Meter entfernt hier wird auch relativ teilnehmerstark demonstriert. Was erwarten Sie sich davon? Na, ich glaube, es ist das Recht von jedem zu demonstrieren, aber man sieht, dort sind nur die Leute, die gegen etwas sind. Wir sind für etwas und das unterscheidet uns. Wir bewegen uns ja jetzt langsam und stetig in Richtung Normalität. Die Lockerungen, die sind ja im Moment da und werden immer mehr. Was erwarten Sie sich? Was sind die drängendsten Probleme, die jetzt gelöst werden sollten? Beziehungsweise wo fehlt es noch an Lockerungen? Wir brauchen endlich echte Hilfe für die Unternehmer, die dann auch an die Angestellten weitergegeben werden kann. Wir erleben jetzt, dass die ersten Lokale schon wieder zusperren, nachdem sie vor wenigen Tagen geöffnet haben, weil sie unter diesen strengen Vorkehrungen nicht richtig arbeiten können. Wir wissen jetzt, dass viele Hotels gar nicht erst aufsperren werden, weil sie sagen, unter diesen strengen Reglementierungen können sie keinen Gewinn erwirtschaften, können sie ihre Angestellten nicht bezahlen. Hier brauchen wir eine Politik, die die Probleme der Menschen löst und nicht verschärft. Es ist auch bald der Wien-Wahlkampf, der steht im Prinzip schon vor der Tür. Man kann wahrscheinlich sagen, es reiht sich hier diese Veranstaltung auch unter diese Wahl ein, beziehungsweise unter den Vorwahlkampf, wenn man so will. Inwieweit spielt jetzt auch der jüngste Cluster im Postverteilerzentrum hier mit hinein? Wo sehen Sie hier Versäumnisse? Wir sind die Sicherheitspartei und wir sind die Partei, die gegen Massenzuwanderung und Multikulti auftritt. Und ich sage, wenn es zu solchen Verfehlungen bei der Stadt Wien kommt und seitens der Bundesregierung, dann sind wir Freiheitlichen der einzige verlässliche Partner für die Wienerinnen und Wiener, die auch da in Zukunft den Finger in die Wunde legen wird und Probleme schonungslos ansprechen wird. Der Finger wurde in die Wunde gelegt. Es wurde sogar ein durchaus direkter Vergleich gebracht zwischen Flüchtlingen und dem Virus. Viele haben das als sehr problematisch gesehen, haben sich an vergangene Zeiten zurück erinnert, wo man bestimmte Eigenschaften, Krankheiten einer besonderen Gruppe zugeordnet hat. Hat man hier eventuell auch übers Ziel hinausgeschossen? Nein, das muss ich Ihnen alle Entschiedenheit zurückweisen. Es wurde hier in keiner Weise eine Gleichsetzung oder ein Vergleich gezogen, überhaupt nicht. Sondern unser Landesparteiobmann hat nur klargemacht, dass es in einem Asylheim zu extrem vielen Fällen gekommen ist und hier offensichtlich von vielen Asylbewerbern die Quarantäneregeln nicht eingehalten wurden. Und die haben für alle zu gelten und hier darf es keine Ausnahmen geben. Inwieweit ist hier vielleicht auch ein Vergleich zu Ischgl zu sehen? Das wird man sehen. Ich glaube, es wird einen Untersuchungsausschuss in Ischgl geben. Und auch in Wien wird man die politische Verantwortung für diese Skandale aufarbeiten müssen. In wenigen Momenten geht's los. Sie waren noch so freundlich, uns das Interview zu geben. Was sind die wichtigsten Kernpunkte Ihrer Vorrede? Ich werde ansprechen, dass es wichtig ist, dass wir zu einer echten Normalität zurückkommen, dass es keinen Überwachungsstaat aller Kurz geben darf und dass wir unsere Freiheits- und Bürgerrechte bewahren wollen. Allerletzte Frage auch noch zur Wahl. Heinz-Christian Strache möchte ja auch hier antreten. Inwieweit möchten Sie sich jetzt auch als Partei differenzieren? Spielt die heutige Veranstaltung hier auch programmatisch mit eine Rolle? Es ist ganz klar, es gibt ein Original, eine FPÖ, die gibt es seit über 60 Jahren. Die steht für Freiheitsrechte, für Bürgerrechte, für Selbstbestimmung und für direkte Demokratie. Und Abspaltungen haben noch nie lange überlebt und so wird es auch dieses Mal sein.